Say live and let die. Live and let die. Herzlich willkommen zu Nicht nachmachen. Bernhard, 15 Sachen, die man auf einem Ponyhof auf keinen Fall tun darf. Du hast 15 Sekunden Zeit, die Uhr läuft. Panzer fahren. Ding. Crack kochen. Ding. Einen Elefantenkalb entbinden. Ding. Teppich essen. Ding. Die Tapete anzünden. Ding. Einen Bibergrill. Ding. Nee, das haben wir schon gemacht. Die haben wir auch schon gemacht. Mit einem Stoff hier im Wohnzimmer Wasserski fahren. Ding. Man soll niemals Propangas in einen Luftballon füllen und den dann in eine Mikrowelle stecken. Bäh. Was? Man soll doch niemals. Hallo, man darf doch kein Propangas in einen Luftballon füllen und den in eine Mikrowelle stecken. Bäh. Natürlich darf man. Ach nee, das ist doch Spielabbruch. Das Unfair ist totaler. Komm, ich zeig's dir. Hier haben wir Propangas. Ja? Das ist die Mikrowelle, kommt da rein. Ja. Alufolie als Zünder, einschalten und raus! Und wieder rein! Siehst du, geht doch! Das ist ja abgefahren. Ja, und folgende abgefahrene Dinge sehen Sie heute auch noch: Ein Schnellkochtopf unter Volldampf. Jetzt im Handel der Demolition Mixer. Und wie aus einem Lenkrad eine Präzisionswaffe wird. Und bitte. Wie siehst du denn aus? Voll bescheuert. Ich sehe ja schon mal selber an hier mit dem Kinder, wir laufen. Okay, fangen wir an. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, sehen Sie eine Weltpremiere. Pfannkuchen à la Robin Hood. Genau, Robin Hood. Wir nehmen vom reichen ZDF und geben den armen Fernsehzuschauern. Und zwar Kochrezepte. Erklär mal. In einer Welt, in der Pfannkuchen kalt gegessen werden. In einem Land, in dem Luftballons mit Propangas gefüllt sind. In einer Zeit, in der brennende Pfeile durch die Gegend fliegen. Gibt es einen Helden, der all dieses zusammenführt. Aus der Reihe das kleine Fernsehspiel. Sehen Sie Pfannkuchen à la Robin Hood mit Bernhard Hoeker als Robin Hood, mit einem Pfannkuchen als Pfannkuchen, mit einem Pfeil als Pfeil. Geh du mal rüber, kannst du dich mal in Position begeben? Ich erkläre das. Das ist unser Luftballon, gefüllt mit Propangas, darauf ein Pfannkuchen. Diesen Pfannkuchen werde ich jetzt mit Alkohol übergießen, sodass, wenn das Propangas hier im Luftballon vom brennenden Pfeil von Bernhard getroffen wird, dieses explodiert, den Pfannkuchen flambiert und dann gibt's lecker Happa Happa. Warte, ich komme rüber. Ja, Moment. So. Bist du weit? Ja, gleich. Oh, ja. Ganz rechter Winkel. So. Okay. Klappt so. 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 Alles klar? Jawohl. Okay. 3, 2, 1. Ja, super. Funktioniert. Ja. Guck mal hier. Ja, absolut flambiert, würde ich mal sagen. Das ist gut. Wobei das Problem ist natürlich jetzt, dass wir... Riecht lecker. Aber dass wir, also das ist jetzt für eine Person quasi. Ach so, ja, wenn man Gäste hat, dann muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Mit Draht Alkohol. Haben wir jetzt an der Decke fixiert 3 Flambierroste, darauf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfannkuchen, darunter hängen 1, 2, 3... Luftballons, die jetzt gleich von Bernhard mit diesem brennenden Pfeil durchschossen werden. Und dann steigen die Flammen auf und sie sind flambiert. Ich mache ja noch mal Alkohol. Ich muss dann noch natürlich mit Alkohol ein wenig präparieren. Ja, Moment. Ja, viel hilft viel. Ist ja jetzt auch Fernsehen dabei, nicht? So, auf geht's. Achtung, noch nicht schießen. Ja, ja, ich warte. Okay. Bist du weit? Ja. So. So, jetzt. 3, 2, 1. Da siehst du wohl. Ja, da funktioniert. Zeig mal. Da brennt. Ja, Feuer und Flamme für den ganz großen Hunger.
Wie schmeckt denn das? Probier mal. Hier. Ja, das ist ganz gut. Da kannst du alles nehmen. Das schmeckt auch gut mit Marmelade. Oder mit Nottingham and Eggs. Was? Hallo, liebe Eltern. Sie kennen das sicherlich auch. Ihre Kinder kosten sie mehr, als sie ihnen einbringen. Und da fragt man sich doch manchmal, wozu hat man die Belgier überhaupt auf die Welt gebracht, wo die doch jetzt keinen müden Cent mehr nach Hause bringen? Man schaut neidvoll auf die Nachbarn, deren hochbegabte Wunderkinder ihren Eltern schubkarrenweise das Geld ins Wohnzimmer fahren. Der Schlüssel zum Glück lautet fördern, fordern und üben, üben, üben. Auch aus einem Björn Borg hätte nichts werden können, wenn man ihn nicht schon im Alter von 3 Jahren bei Wasser und Brot in eine Tennishalle eingesperrt hätte. Aber wie bei allen Investitionen muss man natürlich erstmal Geld hineinstecken, bevor man etwas herausbekommt. Ja, und wie soll man Geld in die Kinder hineinstecken, wenn sie einem noch nichts zurückgebracht haben? Darum seien Sie froh und glücklich, dass Sie jetzt gerade bei uns vorm Fernsehgerät sitzen. Denn wir zeigen Ihnen jetzt, wie man auch aus einem sportlich minderbegabten Kind einen Tenniscrack machen kann. Bei überschaubarer Investitionssumme. Ja, neben regelmäßigem Training braucht es natürlich Trainingsgerätschaften, wie zum Beispiel eine Tennisballmaschine. Ja. Und die bauen wir uns selber. Und zwar mit einfachen Zutaten. Ein handelsübliches Moped, Holz, 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 Holz. Und das ist ein ganz normales Rohr, eine Dachrinne, Regenrohr, ja. Die wir leicht verändert haben. Und jetzt bauen wir das mal zusammen. Kannst du mir helfen, einmal da vorne? Das muss da draufgehoben werden. Wenn du hier mein weißes Tennis-Outfit trägst. Mach ich nicht. Das muss ich jetzt hinten drauf. Okay. So, und jetzt hoch hier. Das Prinzip ist relativ einfach. Ein Tennisball wird dieses Rohr entlang rollen und dann hinten zwischen diesem Antriebsrad und einer Rolle auf der anderen Seite eingequetscht und hinten herausgeschossen. Und ich werde hiermit den Tennisball dann zurückschlagen. Dann mal gehen wir rüber. Bist du weit? Ja! Okay, ich lass an. Okay? Ja! Könntest du mir mal die Bälle geben hier? Danke sehr. Warte, hier so rein. Okay. Hier. Jetzt voller. Was? 15 Love! Du hast aber Tennis überhaupt keine Ahnung! Bang! Bang! Oh. Gas! Gas! Schnellkochtopf, praktische Haushaltshilfe oder sicheres Ticket? Die Sendung heißt nicht nachmachen. Wenn das völlig ungefährlich wäre, dann wäre dieser Warnhinweis absolut überflüssig. Schnellkochtopf bei dem Wort, da schrillen bei mir schon alle Alarmsirenen. Richard, jetzt reg dich doch mal ein bisschen ab. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf, praktische Haushaltshilfe oder sicheres Ticket zum tödlichen Haushaltsunfall. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir haben hier einen Topf und in den kommt das Essen hinein. Das Gefährlichste ist übrigens dieser Deckel hier. So. Jetzt wird der Deckel luftdicht verschlossen. Und wenn das Ganze anfängt zu kochen, kann der Dampf nicht entweichen. Es entsteht ein höherer Druck und das beschleunigt das Garen. Hast du was gesagt? Nein, ich moderiere noch. Ich bin noch mitten in der Moderation. Aber du sagst schon Bescheid, wenn ich Panik kriege und weglaufen soll, oder? Ja, mach ich. So,
Es wäre jetzt natürlich völliger Wahnsinn, diesen Druck einfach ins Unermessliche steigen zu lassen. Und deshalb gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Und zwar ein Überdruckventil. Ab einer bestimmten Barzahl löst es aus. Das heißt, ist der Druck zu hoch, geht das Ventil auf. Was aber jetzt, wenn dieses Ventil im Vorfeld manipuliert worden ist? So, also das Ganze ist drin. Jetzt wird der zugemacht. Ventil zu. Dann schieben wir das auf den Herd. Und dann machen wir das an. Und dann geht's los. Du stellst dich an. So, jetzt. Wie lange dauert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. So ungefähr. Hat jemand Erfahrungswerte? Du hast das doch noch nie gemacht. Nee. Wer ist denn hier Fachmann am Set? Wer kennt sich aus? Wie lange dauert das? Der kocht privat. Da passiert doch gar nichts, oder? Ich glaube, ist das nicht... Benutzen wir die heute überhaupt noch? Doch, natürlich. Ja? Ja. Naja, du kannst jetzt also einen Eintopf, der eigentlich 6 Stunden vor sich hin köcheln sollte, locker in 5 Stunden zubereiten, wenn du einen Schnellkochtopf nimmst. Brennt das dann unten auch an? Nein, überhaupt nicht. Warum? Also selbstverständlich, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Und funktioniert der auch mit Induktion? Ich habe immer mal umgerührt. Die Vorstellung einer Explosion ist halt ungünstig. Ist einfach, vor allem, man weiß nicht so genau, wie laut es ist. Wir haben ja Gehörschutz auf. Also eigentlich... Was war das denn? Entschuldigung. Ich glaube, so sieht eine, so eine Tapete von der anderen Seite aus. Ist das denn safe jetzt? Oder? Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Komm, wir gehen mal rein. So. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Komm, wir tasten uns langsam ran. Oh, Vorsicht, glatt. Oh, extrem glatt. Oh, das riecht aber würzig. Ja, das ist... Raumduft, ja, Chili con Carne. Zu Tisch. Ja, schmeckt aber lecker. Hallo, liebe Gartenfreunde. Man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, welche garstigen Genmanipulationen sich in unserem Obst und Gemüse verstecken. Sehr, sehr gefährlich. Man beißt in eine handelsübliche Tomate und auf einmal fängt man von innen an zu leuchten, hat 2 Köpfe. Ach, alles schon passiert. Am sichersten ist natürlich nach wie vor, man baut sein Gemüse selbst an. Jetzt hat natürlich nicht jeder einen eigenen Garten oder einen großen Balkon. Und deshalb demonstrieren wir jetzt einmal, wie man in seinen eigenen 4 Wänden Obst und Gemüse anbauen kann. Entscheidend ist natürlich weiterhin die Sortenwahl. Anspruchslos sollte es sein, zum Beispiel an dem Boden. Und da empfiehlt sich der Star des distinguierten Käsebrots, die Gartenkresse. So einfach geht das? Ja, das ist einfach Feuchtigkeit. Und der Samen, vielleicht musst du das an die Wand drücken, damit der nicht runterfällt. Ich bin in so einem ähnlichen Zimmer übrigens groß geworden. Echt? Ja. Also, was wird da gelacht? Das stimmt. Ganz im Ernst, hatte es Harry Potter ja unter seiner Treppe besser. Nein, warum? Also die hier, nicht die Treppe, sondern die Tapete, die war bei mir etwas anders. Ich hatte braune Raufaser. So. Guck mal, hier können wir noch so, wie sagt man, Kresse to go. So, hier. Ach, guck mal, da kann man Kresse ist allerdings auch lustig. Wir machen dann, in ein paar Tagen machen wir eine Kresse-Konferenz. Kresse-Konferenz. Mal hier ordentlich nass machen. Ist ein bisschen viel fast, ne? Ja, da wollte ich verteilen. Das sind doch keine Sumpfpflanzen. Naja, gut. Ich will ja hier nicht die Spaßbremse sein, nicht? So, so die letzten auch Reste. Ich glaube, das reicht dann, oder? Ja, das ist auch genug dann. So, hier noch ein bisschen. So, das reicht. So, jetzt müssen wir nur noch warten und damit keiner dran geht, eine Vogelscheuche oder sowas. Du kannst ja hier stehen bleiben. Mix it, baby, mix it.
Meine Damen und Herren, auch in dieser Staffel gibt es natürlich wieder eine Herausforderung der Wettbewerbsart. Diesmal treten an dieser Industriemixer, muss man sagen, gegen unsere beiden kreativen Gehirne. Wer ist stärker? Halt, stopp. Da mache ich nicht mit. Kreativität, man muss das nicht immer alles so überhöhen. Wieso? Kreativ ist das nicht. Wir machen einfach nur Sachen kaputt mit dem Mixer. Das hat mit Kreativität jetzt nichts zu tun. Aber muss ich überlegen, was man kaputt macht. Ja, okay, das ist ja Schnickschnack. Findest du wirklich? Ja, fang an, komm. Ja, gut. Hier haben wir ein Handy, ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber hat immerhin schon mal eine integrierte Kamera. Oh, ja. Ich würde mal vorschlagen, das packe ich hier einfach mal rein. Oh, so. So. Gucken, also, wie geht das? Anmachen. So, Power und dann Blend. Achtung. Ignition. Weil jetzt ja nicht mehr die Umhüllung dran ist. Genau. Aus, ja, mach mal aus. Ich mach mal komplett aus. Hast du auch das Fiepen im Ohr jetzt? Ja, wunderbar. Ich hab das gern. Schütt mal aus. Hier. Ach so, hier in die Mitte gleich. Ne? Wow. Ui. Wie riecht das denn? Der Geruch ist ja interessant. Ja, also das... Nicht nachmachen. Machen wir gleich das Nächste. Ich glaube, wir haben doch hier noch eine Schublade. Darin befindet sich zunächst mal ein Paket Mehl. Natürlich. Mehl, so. Und hier haben wir Sturmstreichhölzer. Die super. Pass auf, bei allen Gelegenheiten unbedingt sind. Ich nehme nur ein neues, weil sonst haben wir nämlich hier das Problem. Warte mal. So, pass auf, da kommt erstmal das Mehl rein. Dann steht es so drauf, so. Und jetzt immer mal die Streichhölzer. Gut, die müssen wir einfach rausnehmen, sonst passt das, glaube ich, nicht alles. Weil man mag sich jetzt fragen, wieso Mehl? Ja, Mehl. Aber wir alle kennen ja den tollen Effekt der Staubexplosion, der entstehen kann, gerade auch beim Mehl. Und natürlich braucht es immer den Zündfunken. Und da wir jetzt nicht genau wissen, welcher, dachten wir, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Viel hilft viel. Mal wieder auch hier. So, pass auf, jetzt machen wir das hier drauf. So, und jetzt machen wir das nicht von hier. Sicherheitsgründen gehen wir hinter die Plexiglasscheibe und werden eine Fernsteuerung verwenden, um das Gerät in Betrieb zu setzen. Warte, passt das? Passt das? Auf jeden Fall, so, passt. Und jetzt heißt es erstmal Power. Power? Power läuft! Achtung, jetzt. Alles klar! Das sieht super aus. Pass auf, nimm mal gerade ein bisschen zurück hier. Pass auf, heb das mal an. Den Deckel weg. Achtung. Und. Okay. Oh, das war natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, ich denke mal, wir können sagen, dass der Mixer in diesem Fall verloren hat. Ja, in diesem Fall muss man ganz klar sagen, dass der kreative Gewinn an uns gegangen ist. Nein, nein, nein. Wir haben ihn kaputt gekriegt. Ganz einfach. Wirklich und einfach. Nicht nachmachen. Jetzt raus hier. Einkaufen ist super. Man kurbelt die Wirtschaft an und tut was für seine Fitness. Ja. Hier, die Bierfässer müssen auch rein. Hopp, hopp. Ja, nicht so schnell, mein Freund. Also nicht, dass ich das nicht könnte. Also das ist natürlich überhaupt kein Problem. Schau dir meinen Körper an. Aber das ist mir nicht klug genug. Ich finde, wir brauchen etwas mehr Hirnschmalzeskes. Man könnte zum Beispiel einfach die Fassade wegsprengen. Da müsste man nicht umständlich reingehen, man wäre ja praktisch schon drin. Das ist tricky, aber ich orientiere mich da mehr an den alten griechischen Philosophen. Wir sollten es machen wie in der Antike. Du meinst, wir kampieren vor den Mauern und hungern die aus? Ja, zum Beispiel, oder nein, noch besser, wir benutzen ein Katapult. Das ist gut, Bernhard Hotelis, aber wo nehmen wir ein Katapult her? Tja, Vigal Domenes, das ist das große Problem, aber schau mal darüber. Welch Zufall! Na, das ist ja ein Ding. Ach. Ja. Das ist. Wo kommt das her? Besser passt ja nun wirklich nicht. Das ist ja. Dann müssen wir da mal abgefahren. Warte. Moment. Nee, Hilfe! Gibt's hier Praktikanten? Genau. Ich glaube, wenn Sie das mal kurz mit dem. Also ist jetzt natürlich nicht so, dass Sie das nicht alleine können. Nein, aber kein Problem. Guck mal, wie so eine Laoko-Angruppe. Bei diesen Körperhaltungen, da hat man einen Ruf zu verlieren, will man das macht auch nicht. Die Berufsgenossenschaft überhaupt nicht mit, von wegen Rücken. So,
Da muss jetzt was Wir haben das jetzt gespannt. Okay. Und jetzt? Das Bierfass. Und jetzt haben wir hier dieses, das ist der Auslöser. Dieses Hightech-Gerät. Hier in der Achse bitte frei bleiben. Das hier müsst auch. Ihr aufpassen. Hier. Ziehst du? Darf ich? Ja, natürlich. Darf ich? Hier ja, nicht? Ja, ja, ich habe gespannt. Zieh du. Eins. Das müssen wir zelebrieren. Der zehn runter. Runter. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist gut. Ui. Direkt nochmal, oder? 5, 4, 3. Ich halte es nicht aus. Im Speicher. Das ja, heißt, genau, das wo es hingehört. Da, wo es genau hingehört. Da, wo es hingehört. Genau da sollte es hin. Hier, gleich das Nächste. Es war jetzt nicht ganz präzise getroffen. Wir müssen natürlich zielsicherer werden. Ja, 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 ja. Interessant, dass die Melone durchschlägt, aber ja, nicht aber das Bierfass. Ganz wichtig, nicht nachmachen. Geht nicht durch. Ich würde mal sagen, ich schaue jetzt mal im Speicher, ob sich das auch eventuell genau, selbstständig einsortiert hat. Diese ein, zwei Sachen, die ein bisschen weit sind und suchen. Hinterm Haus. Alles klar, bis gleich. Großartig! Erzformidabel, Bernhard! Ist alles genau da, wo es hin soll. Und schon portioniert. Hier, ich hab das Fass. Wie kriege ich das jetzt zu dir hoch? Warte, ich hole das Katapult. Da sind wir wieder. Ja, meine lieben Zuschauer. Sie erinnern sich sicherlich, vor einigen Tagen haben wir in diesem Zimmer Kresse gesät. Und jetzt sind einige Tage vergangen und diese, ich glaube, wir können es wagen. Nein, dieser Raum war also komplett hermetisch abgeschlossen. Keine Luftzirkulation, ein komplett in sich abgeschlossenes, reines Ökosystem. Und jetzt sind wir total gespannt, wie es aussieht. Wie ist der Hammer, oder? Guck mal hier. Ich finde das total verblüffend. Warte, Achtung. Man mag da gar nicht reingehen. Das nee, geht alles aber kaputt, das ist ja toll. Oh. Schau mal, der Mantel! Pass auf, guck hier. Fantastisch! Guck mal hier, der ist ganz schön feucht allerdings. Man hat so ein bisschen. Das riecht so auch streng. Für so eine normale Party ist das vielleicht nicht so geeignet. Aber für außergewöhnliche Party ist das schon gut. Wenn wir dann unterwegs sind und sagen, guten Tag, ich habe mir gerade einen Cocktail, aber könnte ich mal kurz, danke. Und dann nimmt man sich halt einen Kram. Oh, das ist aber lecker. Ja? Das ist aber lecker. Vielleicht sollten wir das doch ernten mit einer Fachschere. Das ist, guck mal, man kann sich quasi. Lässt sich auch gut schneiden. Ja, also man sieht, das funktioniert. Die Decke, das ist vielleicht, da träumt man sich ja ganz anders, wenn man sich damit zudeckt. Ach, guck. Was denn? Das ist durchgewachsen. Die Wurzel. Aus. Ach. Und das fühlt sich ganz toll an. Also, das ist eine krasse, diese Kresse. Das ist krasse Kresse. Man kann also sagen, wenn man in seiner Immobilie ein paar Quadratmeter begrünen möchte, ist Kresse eine geeignete Pflanze. Geht auch schnell. Pflanze für dieses. Kannst du auch mit einer Eiche machen. Aber hier hat der Begriff, man kann vom Boden essen, eine ganz neue Bedeutung. Sag mal, kennst du dieses Video? Welches? Mit Lothar Matthäus und dem Lockenwickler? Nee, das mit diesem Russen auf dem Airbag. Ach so, ja. Lustig, wie der Mann super, dann durch oder? Die Gegend fliegt. Ja, super Hammer. Fake ist das. Nein, die haben totale Kraft, diese Airbags. Ja, aber das, so viel Kraft jetzt auch wieder nicht. Das ist natürlich getrickst. Logisch. Nein, die funktionieren wirklich. Die stehen im Waffengesetz. Das ist eine Waffe, wenn du die richtig gezielt einsetzen würdest. Ja, das schon. Aber du kannst sie aber nicht gezielt einsetzen. Hast du schon mal gehört vom Bankräuber, der mit einem Airbag eine Bank überfallen hat? Meinst du, eine Bank, die sich von einem Bankräuber mit einem Airbag überfallen lässt, würde das der Öffentlichkeit bekannt geben? Nee, aber wir können es ja mal ausprobieren. Ja, gerne. Hier, pass auf. Also ich empfehle eine Billardkugel, die könnte man als Geschoss verwenden. Die wären natürlich optimale Flugeigenschaften. Ja, hast du eine? Hier, zufällig dabei. Ja, also die Idee ist, die müsste natürlich jetzt Stativ. Genau hier müsste die jetzt hängen. Pass mal auf, wir haben doch hier noch, hier ist noch der Weihnachtsbaumständer. Geht doch. Auf der so.
Stimmt denn die Höhe? Der muss schräger. Näher ran. Ist noch was zum... Auf jeden Fall müssen die Sitze runtergeklappt werden. So. Die Stütze weg noch. So, ich brauche was zum Unterlegen. Hast du irgendwie ein Holz? Ich könnte so einen kleinen Holzbalken benutzen, genau. Hier ist noch Sprühlack. Ah, warte mal, Sprühlack. Damit kann man eine Zielscheibe malen. Ah, das wäre cool. Warte mal, das mache ich mal da hinten. So? Das wäre dann genau in der Mitte. Ja, warte mal. Ja? Mach mal erst den Mittelpunkt. Stopp, höher. Ja, da. Höher ist, jetzt habe ich schon. Ja, dann nimm dir das. Du bist ja, mir. Du kannst doch die da drauf drücken. So hier? Okay. Ja, der Punkt ist okay, weil wir haben ja eine ballistische Kurve. Sowas hier, da, die Höhe. Ja, ja, die Höhe. Und jetzt den Kreis. Ja, dann mache ich hier raus den Kreis. Das ist ja abgefahren. Ich komme natürlich nicht da oben ran jetzt. Könntest du das vielleicht machen? Ich helf dir. Vielleicht kommst du höher als ich. Ich helf dir. Pass auf. Ja, sehr gut. Geht. Sehr schön, kannst du mich runterlassen. Danke. Sehr gut, danke. Ja, guck super. Mal. Wir machen noch ein bisschen mittiger. Ja. So, da ziehen wir hin. Spitze. Okay. So, also die Kugel fliegt draußen und trifft dann genau hinten rein. Also ich tippe ja nach wie vor, dass die schon an der Heckscheibe abprallt. Nee, 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 die haut durch. Aber die müssen wir auslösen. Wie geht denn das so? Ja, Airbag, ist das ein Sensor? Oder? Ja, vorne ist ein Sensor dran. Wenn ein Unfall ist, geht der los. Und wo vorne? Ganz vorne. Alles klar? Achtung! Mama? Mama? Ich glaube, die Billardkugel ist runtergefallen. Klappt das, oder? Nee, pass auf. Im Internet steht, dass sie sich von alleine in der Airbag aufgeregt hat. Wenn man die Zündung an ist, die kontrollierte Explosion eines Airbags muss durch einen Fachmann erfolgen. Alles fertig? Das ist ja, das heißt, ich muss jetzt nur noch hier drauf drücken und dann funktioniert das. Auf jeden Fall. Also, dann mache ich das. Viel Spaß. Ja. Wieso rennt der weg? Keine Ahnung. Ach, du, so. Mit her? So. Okay, alle bereit? 3, 2, 1. Ja, so, komm. Lass mal untersuchen. Ja, hier, ich würde mal sagen, wir hatten beide recht. Das ist schon nicht so. Das ist nicht ohne, nicht, aber hier, die Zielscheibe wurde nicht getroffen. Ja, weil die natürlich gebremst wurde. Naja, sicher. Einigen wir uns auf ein Remis. Unentschieden. Nicht nachmachen. Wir sehen uns leider erst in 2 Wochen wieder, dann zur letzten Sendung von Nicht Nachmachen, in der unser schöner Ponyhof gesprengt wird. Ein allerletztes Knallerexperiment haben wir allerdings noch für Sie. Bis wir uns wiedersehen, halten wir die Luft an, egal was passiert. 3, 2, 1. Die DVDs zur ersten Staffel Nicht Nachmachen erhalten Sie jetzt. Die DVD zur zweiten Staffel in Kürze im Handel und im ZDF-Online-Shop.